Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Letzte oder nicht, muss ich noch gucken. Wir gucken uns die Geschenke von Isun, die wir nach dem Abschluss des Finals erhalten haben, an. Die Sache ist die, ich weiß schon, dass das sehr lange dauern wird und ich weiß nicht, ob ich das dann in eine lange Folge pack oder in mehrere, nicht so lange, vermutlich in mehrere. Aber wir wollen uns alles angucken, was hier noch ist. Okami Artwork, Musik, die Videoschatzkiste und die Dämonenbildrolle. Also, ihr seht schon, was wir hier alles haben. Concept Art für die Charaktere. Ich denke, wir machen vielleicht heute hier die Art. Vielleicht einfach einen der Abschnitte pro Folge. Vielleicht sind dann manche Folgen kürzer, aber egal. Amaterasu hatte einige Concept Arts, wie wir sehen. Viele doch sehr ähnlich zum Originaldesign, nur die beiden oberen noch ohne die roten Flecken. Oh mein Gott, wir haben 130 Concepts. Noch mehr von Amaterasu. Und natürlich das letztendliche. Die Spiegel. Ich werde hier jetzt nicht lange verwenden. Schwert. Die Musik gefällt mir. Blaue Amaterasu. Okay, wir haben ja auch einige Skins freigeschaltet fürs Finale schaffen. Werden wir uns wohl auch nochmal angucken. Das sind jetzt frühe Amaterasu-Illustrationen. Das ist von der Spielverpackung. Ich meine, ich habe die aus dem eShop, die Download-Version, aber... Das sind jetzt die verschiedenen Waffen. Die Sonnenstrahlen sahen nicht ganz so krass aus im letztlichen Game. Kann das? Arktisperlen. Jetzt kommen wir langsam zu Isun, der hier großteils relativ ähnlich aussieht wie im letztendlich. Okay, stimmt, die Farbgebung ist minimal anders. Okay, und Susano hatte anscheinend oben links warm ganz andere Pläne. Es ist interessant. What the fuck, das Gesicht da rechts. Das Gesicht rechts. Herr Mandarine, okay, der sollte übergewichtig sein. Frau Mandarine nicht. Sakuya hat nicht viel Veränderungen durchgemacht anscheinend. Die zwei auch nicht. Der Typ hatte schon einige verschiedene Designs. Ach, es ist dieser Bogenschütze gewesen und fucking Bär. Wir haben einige sehr unbedeutende Charaktere, sage ich mal. Der Charakter sah ursprünglich auch mal sehr anders aus. Der Sensei, okay, der hatte auch. Einige Charaktere sollten anscheinend um einiges bedrohlicheres Design haben. Der Bombenverkäufer, früher und jetzt. Ach, das sind die Läufer. Fusehime. Yatsu hat eigentlich hauptsächlich farbtechnisch und bei der Frisur eine Änderung durchgemacht. Er hat kurze Haare und ein grünes Outfit anstatt so Amaterasu-Farben und lange Haare. Warte, was? Hundekrieger? Die sollten gar keine Hunde sein am Anfang offensichtlich. Nee, die sollten keine Hunde sein. Oh mein Gott, was ist denn mit euch? Die Hundekrieger waren anscheinend ursprünglich nicht als Hunde geplant. Kaguya hat man auch irgendwie, da hat man auch nicht mehr wirklich viel drüber erfahren, kann das? Ja, Spastenclan. Und das ist auch so ein Charakter, den gab's ja, an den erinnere ich mich aber kaum noch. Den hat man aber auch irgendwie nur einmal gesehen, so ziemlich. Der Bogenschütz... Okay, Wacker sollte ganz anders sein, offensichtlich. Der sollte ganz anders sein, aber ich bin froh, dass es letztendlich das Design wurde.
Und dann eben dieses Konzeptart von Himiko. Gerade das linke ist nicht so anders. Rao war schon zeitweise relativ unterschiedlich. Ich habe keine Ahnung mehr, wer ihr seid. Bei dir schon und sehr anders. Der hat sich nicht groß verändert. Das rechts soll derselbe Charakter sein. Was bedeutet eigentlich Anze? Ach so. Der Kaiser war auch mal... Ich wollte gerade sagen, der war auch mal ein bisschen anders, aber nee, das Konzeptart vom Finale ist ja gefühlt genau dasselbe mit anderen Farben, lol. Zimmermann. Ich glaube, den gab es nur in der Sidequest, die wir nicht gemacht haben, dementsprechend. Und es gab einen Herr Blume, der ganz anders aussah im vorigen. Und ich glaube, es sind gerade viele Charaktere da, die wir gar nicht getroffen haben. Können wir drüber reden, dass der Typ da oben rechts derselbe sein ist wie hier der links? Fieslinge. Hat der eine Waffe da unten in der Mitte? Ich glaube, der hatte eine Waffe. Ah, yes. Aoki-Konzeptart, aber der war nie sonderlich anders. Nur die Wolfsform war, wenn man sich das so anguckt, wahrscheinlich gar nicht eingeplant für längere Zeit. Kai und Lika. Lika hat schon einige Veränderungen durchgemacht, Kai nicht. Kemu war auch ganz anders. Viele Charaktere... Man merkt wirklich, viele Charaktere, die im Spiel letztendlich drin sind, waren früher sehr anders vom Design her. Viele ziemlich bedrohlich im Vergleich. Hier war die Farbgebung anders. Verschiedene Koropoke. Hui. Mehr von denen. Der Kick, Alter. Die dritte Kampfprüfung. Nami Concept Arts. Okay. Im Vergleich zum Finalen halt wieder die Farbgebung hauptsächlich. Hier sind die göttlichen Wesen. Den oben haben wir überhaupt nicht getroffen. Der wurde komplett rausgestrichen. Okay, den haben wir nur in den Credits gesehen, den Charakter. Die Endillustration. Okay. Das ist interessant. Das haben wir großteils gesehen, das Bild. Ich weiß nicht, ob da kleine Änderungen waren. Warum ist Isson bei den Hundekriegern? Das ist eben das Bild, was wir auch gesehen haben. Designbilder, wo unter anderem jetzt die Götter mit drauf sind. Ist auf jeden Fall interessant, was hier abgeht. Restauration, jetzt kommt... Wie sieht Amaterasu da aus? Nee, das ist doch nicht Amaterasu. Das ist... Von welchem Gott hat man den Kraftstreich bekommen? Anscheinend von irgendeinem Kleinviech, an das ich mich nicht mehr erinnere. Auf jeden Fall sind hier alle Götterdesigns. Die... ja, ich glaube, das sind auch die finalen und keine Grunddesigns. Die sehen halt eigentlich alle gleich aus. Die sehen halt eigentlich alle gleich aus. Und das war's mit dem Main Character Okami Art. Dann kommen wir zu den Monstern. Alles klar. Ein T-Rex? Und sind das Kampfflugzeuge? Was hat denn ihr geplant, Leute? Es ist ein fucking T-Rex mit ein paar Kampfflugzeugen. Das sollte in Okami sein? Hier erkenne ich wieder überhaupt kein Monster, obwohl das ist auch der T-Rex. Und das ist auch ein Gegner, der es nicht reingeschafft hat. Aber offensichtlich sollte ein T-Rex eine größere Rolle in dem Spiel haben. Okay, das Gegnerdesign gefällt mir allerdings, muss ich sagen. Junge,
Ich sag's, wie sie sich fand bisher alle Gegnerentwürfe besser als die letztendlich. Okay, ich nehm's zurück. Die Affen sind sehr interessant, aber Teufelkonzept im Vergleich zum Finalen. Ich erkenne halt nicht sonderlich viel, muss ich sagen, hier. Verschiedene Variationen der Teufel. Von der Schriftrolle kopflose Wächter. Ach, diese Strohgegner haben wir jetzt. Sind hier lauter so Viecher. Verschiedene Gegner, großteils in der Version, die es auch letztendlich gab. Den Gegner gab's aber nie. Diesen Fünfköpfigen da, glaube ich, gab's gar nicht. Oh, fucking Blockkopf. Geräderte Zerstörung. Oh, guck mal, das da unten ist K-Rule, das ist ein Auge. Ach, die Gegner sind das. Ich wollte gerade sagen, die gab's gar nicht. Ah, doch, die, das wollte ich gerade auch wieder sagen. Kommen jetzt Bosse. Rothelm und Konzepte. Der war anscheinend auch ziemlich anders. Das sieht aus wie ein Werbeplakat. Fragt mich nicht. What the fuck, Wacker? Was? Dieses rechte Design muss eines der schlimmsten, die ich je gesehen habe, sein. Hilfe! Die Banditenspinne ist doch sehr ähnlich. Genau wie der Tengu und der Zyklop. Viele der Gegner hier sind sehr ähnlich. Die Dämonenrolle nicht ganz. Orochis Untergebener sollte es also geben ursprünglich. Waren aber im letztlichen Game nicht drinnen. Diese Füchse hatten auch ein anderes Design. Und beide Wasserdrachen. Ja, die Spinnenkönigin ist sehr ähnlich. Hier kenne ich wieder nicht viel. Aber die scheint nicht so unterschiedlich gewesen zu sein. Jetzt haben wir Orochi selber. Das, was da in der Mitte ist, ist ein bisschen anders, aber Orochis 8 Köpfe. Pestauch ist halt eigentlich dasselbe. Bilde ich mir das ein oder ist Neunschwanz hier noch ein bisschen ähnlicher wie Amaterasu? Und what the fuck, Oki? Warst du zu oft bei Magus? Der ist leicht fett und das Bild habe ich schon beim Thumbnail zusammenbasteln gefunden. Es ist mehr Konzeptart wieder. Der wahre Orochi. Okay, Yami war vom Grunddesign anscheinend auch ein bisschen anders. Yami fand ich sowieso einen komischen Charakter, muss ich sagen. Manga! Es ist ein Okami-Manga. Ich verstehe halt kein Wort. Das ist offensichtlich irgendwie Spinnenkönige. Ich verstehe nicht, was abgeht. Ihr könnt ja irgendwie pausieren. Okay, es ist doch die Spinnenkönigin. Also da passieren Dinge, die nicht dafür gedacht sind, dass ich sie verstehe, habe ich das Gefühl. Also wenn irgendjemand sich das angucken will, kann man ja pausieren. Aber für mich wäre es Zeitverschwendung, da ich eh nichts verstehe. Höhle von Nagi, Fluss der Himmel. Okay, gefällt mir beides gut. Das Umgebungsdesign, glaube ich, wird schon gute Bilder haben. Heiliger Baum, verschiedenes... Okay, Alter, ja, das Artwork gefällt mir. Diese Artworks gefallen mir, auch wenn Amaterasu irgendwie lustig aussieht unten. Aber Höhle von Nagi Tor, sowas gab's nicht letztlich, oder? Das halt schon. Vor der Wandmalerei im Hanatal. Verschiedene Wandmalereien. Ja, viele der... Viele der Gegenden, die wir hier sehen, sind wirklich sehr ähnlich, aber halt schöne Designs. Schöne Bilder, die da gemacht wurden. Das Drachensiegel der Mondhöhle, die Küche, aber dann wechseln wir gleich zu den Ruinen. Hier geht es anscheinend hauptsächlich um die Dungeons im Moment. Andererseits nein.
aber die Dungeons machen einen größeren Teil aus. Der Windschrein wieder, Windschrein alt. Und ein gesamter Schrein wurde gestrichen, aha. Das frühere Heim von Fusehime und das frühere Heim lauter verschiedene Häuser halt. Die Zuflucht sieht sehr ähnlich aus, die Rakete aber nicht. Sei an, aber auch ziemlich... Okay, das da rechts war, glaube ich, nicht da. Aber vielleicht irre ich mich gerade auch komplett. Das Restaurant war aber nicht so krass, kann das? Sehr viele verschiedene Häuser. Ja, das war so nicht da, das Haus vom Herr Bambus. Der hat ja letztendlich nicht mal in Cyan gewohnt, ne? Wakas Haus von außen und von innen. Okay, ursprünglich sollten das Tao-Hauptquartier und Wakas Haus zwei unterschiedliche Gebäude sein. Aber letztendlich war Wakas Haus dann das Hauptquartier. Bosskampfraum im Körper des Kaisers. Das versunkene Schiff verschiedene Stellen. Das versunkene Schiff war schon ein cooler Ort. Auch wenn das hier definitiv nicht in Umgebung hätte gepackt werden sollen. Oh! Das sieht nice aus. Ein Schildkröten. Es hätte ein Schildkröten-U-Boot geben sollen. Und eine Drachenschreinstadt. Es gibt noch einiges, was gestrichen wurde aus dem Spiel, wie man sieht. Oh mein Gott, was... Alter, alte Version vom Drachenschrein. Aber den Wasserdrachen von innen hatten wir so ähnlich. Genau wie das hier. Die Oni-Insel. Dieses Gebäude hat man aber von außen in der Endversion nicht gesehen, oder? Ich war blind. Das ist sehr ähnlich. Aber das Viech war nicht da. Oder? Verschiedene Statuen und der Kampf mit neuen Schwanz beim Blutmond. Roter Mond, roter Stern. Ursprungsspiegel sollten anscheinend... Nee. Ich bin gerade ein bisschen dumm. Egal, ignoriert, was ich sage. Die Ruinen, und ich mache auf jeden Fall eine eigene Folge aus dem hier. Jetzt sind verschiedene Webcam-Häuser. Pongtan, das Geistertor, der Wapku-Schrein, Verlies, das Puzzle, die Schneesturmmaschine und das Bosskampffeld als Sketch. Die Arche auch wieder sehr ähnlich, von innen sowie von außen, nur... sehen wir, dass ein Bosskampf ausgetauscht wurde. Wir sehen, entweder ist das tatsächlich irgendwie ein Fehler hier im Art, aber wir haben hier ein Lechku und Nechku anstatt Rothelm auf dem Bild als Bossen, als Bosse. Aber hier ist auch Rothelm und das Final Boss Schlachtfeld. Das waren auch alle Umgebungen. Ah, das Bestiarium allerdings. Haben wir uns so oder so nicht angeguckt. Ich würde sagen, da scrollen wir sehr schnell durch. Ich bleib dabei, nein. Nein, dieses Wacker-Design nehme ich nicht an. Spinnenkönigin. Schlossmonster, Chimären. Es sind die letztendlichen Gegner-Designs. Halt alle anscheinend noch mal hochauflösender als im eigentlichen Game. Okay, Orochi, entspann dich mit dem Artwork. Verschiedene Wächter, die Räder, Banditenspinne, U-Boom. Okay, das Viech sieht halt seltsam aus. Der braucht gleich zwei. Der fette Heider. Pesthauch. Der wahrscheinlich einfachste Boss im Spiel. Gab es dieses Viech? Ich glaube, ach doch, das ist der Totenkopf-Typ. Wir sehen hier schon den Wasserdrachen überall. Blauer Oger hier.
Das haben wir ja schon seit hier gesehen. 9 Schwanz. Auch relativ großes Artwork. Sind das wirklich die offiziellen Artworks von den Charakteren? Ich meine, okay, ja, sieht ein bisschen fett aus, aber geht so durch. Aber vor allem Wacker? Es ist dem sein offizielles Artwork? Nein, und so rum. Lehmsoldaten und Samurais, verschiedene Lehmgegner halt einfach. Mich verwirrt's immer, wenn ich die Bullenteufel ohne Kopf sehe. Also ohne, ihr wisst schon, Schild. Ja, wahrer Orochi sieht auch cool aus hier in dem Artwork. Großer Tengu. Die Eiche ist im Bestiari. Okay. Und was soll ich da jetzt draus machen? Und da? Und Herr der Finsternis. Wobei man sagen muss, der englische Name ist wieder viel geiler. Also er heißt auch Yami, aber sein Titel ist nicht Herr der Finsternis, ganz langweilig, sondern Emperor of Eternal Darkness. Und die finale Bossphase. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, was wir hier an Artwork hatten. Beim nächsten Mal machen wir uns dann auch auf mit Musik. Und da haben wir anscheinend einiges vor uns. Und es gibt von manchen mehrere Versionen. Ich weiß, dass ich alle Musiken habe. Wenn man diese Demo-Musiken hat, weiß man, dass man alle freigeschaltet hat. Aber darum kümmern wir uns erst beim nächsten Mal in Okami HD wieder. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Offenbar stehen uns noch 3 Folgen. Obwohl ich würde sagen, wir sind relativ kurz gerade. Deswegen gehen wir nochmal ins Spiel und gucken uns die Skins an. Wir gehen einfach mal. Hier ist die Eiche, hier diese Datei laden wir mal. Ich muss gucken, wo man die Skins, die wir auch bekommen haben, jetzt eben einstellt, dass wir uns die angucken können. Fischliste, Schatzliste, Bestiarium, Perlen. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mich erstmal zurechtfinden. Es ist auch nicht auszuschließen, dass das eigentlich im Titlescreen geht. Aber andererseits, hier sind nur solche Dinger. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das bis zur nächsten Folge gucken und wir gucken uns das doch dann erst an. Also, wenn es euch gefallen hat, like und...